Hallo und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Heute nähe ich mit euch einen Turnbeutel. Turnbeutel sind ja total angesagt in letzter Zeit. Die sind auch super praktisch natürlich. Hier mit einem Zugband und Kordeln habe ich dran gemacht. Ist ganz einfach zu nähen und sieht lässig aus. Für meinen Turnbeutel habe ich hier jetzt einen Außenstoff und einen Innenstoff, und zwar hat es hier das Maß 1 Meter mal 35. Ich hatte es nicht mehr an einem Stück, deswegen habe ich es hier zusammengenäht. Innenstoff ist an einem Stück. Und dann habe ich hier schon was zusammengebügelt, und zwar ist es 8 cm mal ungefähr 20. Ich werde davon weniger gebrauchen. Dann habe ich das in der Mitte gebügelt. Dann die Seiten in die Mitte und zusammengefalten und nochmal gebügelt. Das werden dann die Laschen sein für meinen Gurt. So, und als erstes nehme ich mir meinen Außenstoff, drehe das um, lege meinen Innenstoff auf den Außenstoff und versäubere erstmal alle Seiten mit der Overlock. So schaut es jetzt bei mir aus, versäubert mit der Overlock. Jetzt schlage ich hier, wo der Innenstoff ist, 1 cm ein. Und 3 cm schlage ich um und stecke es fest. Das mache ich auf der anderen Seite auch und genauso an dieser Seite. Jetzt steppe ich hier einmal mit einem Geradstich fest. Dadurch entsteht der Tunnel für die Kordel. So schaut es jetzt nun bei mir aus. Jetzt lege ich das rechts auf rechts. Nehme mir hier mein vorbereitetes Band und da schneide ich 6 cm davon ab, und zwar zweimal. Man könnte hier die Enden noch versäubern, dass die nicht ausfransen. Dann schlage ich die einmal ein und lege sie dann so hier gerade in die Falte unten rein. Stecke es fest, also mit der offenen Kante hier nach außen hin. Und nun steppe ich einfach hier mit einem Zentimeter Nahtzugabe geradeaus bis hierhin und hier genauso. Einmal absteppen. So schaut mein Beutel jetzt aus. Jetzt wende ich ihn auf rechts. So, und da habe ich hier zwei praktische Schlaufen. Da kann ich dann meine Kordel durchziehen. So, jetzt habe ich hier zwei Kordeln, und zwar in 1,60 Meter Länge. Ich nehme da immer für Frauen 1,60 Meter, für Kinder 1,40 Meter und für Herren 1,80 Meter, je nach Größe. So, und jetzt stecke ich meine Nadel hier rein und ziehe es einmal durch. Hier auf dieser Seite gehe ich dann nochmal hier durch. Dann mache ich die Sicherheitsnadel raus und nehme mir den zweiten. Und mit dem zweiten, da gehe ich hier rein, wo quasi der Gurt hier durchgeht. Da gehe ich hier rein. Und wieder zurück in den anderen Tunnel. So, dann gucke ich, dass die Kordeln gleich lang sind. So kann man den Beutel schon zuziehen. Und jetzt nehme ich die Kordeln und ziehe hier durch die Schlaufe und mache einen Knoten. So, dann mache ich hier einen guten Knoten und wiederhole das auf der anderen Seite auch. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Nähanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Außerdem könnt ihr auch mich auf Instagram finden oder Nana Zauber und auf Facebook unter Annas Nähschule. Ich freue mich, wenn ihr da mal auch vorbeischaut. Bis dahin, ciao, ciao!